Ja, TomB Explorer VR. Das habe ich für euch ausprobiert. Mein Name ist Stefan, ich bin von der VR Experience Dormagen und vielen Dank an dieser Stelle an die Entwickler, dass ich das Spiel ausprobieren durfte. Also, ich bin in die Fußstapfen von Lara Croft und Indiana Jones getreten und habe nach bester Manier einen verlorenen, verborgenen Tempel erkundet und Rätsel gelöst und Artefakte gefunden, bin irgendwelchen Viechern und Fallen ausgewichen, mehr oder weniger erfolgreich. Und ja, ich muss sagen, es hat mir durchaus Spaß gemacht. Es ist sehr ansehnlich. Das Spiel hat seine Ecken und Kanten und auch noch so seine Macken, aber es ist gut spielbar, muss ich an dieser Stelle sagen. Also, ich habe durchaus was auszusetzen, aber vieles auch zu loben. Am Ende des Videos gibt es natürlich eine kleine Zusammenfassung in einem Fazit und bis dahin schaue ich das Video einfach selber an. Viel Spaß dabei! Ja, ich habe gerade schon das Tutorial gespielt und ich spiele ja mit der Pimax Crystal und einer RTX 4090 Grafikkarte und habe hier so hohe Grafikeinstellungen. Das funktioniert ganz gut. Also da kommt die GPU gut mit zurecht. Allerdings hatte ich gerade ein bisschen Probleme mit Grafikfehlern und das werde ich jetzt mal gucken, ob das wieder auftaucht. Wie gesagt, das Tutorial habe ich schon gespielt. Das funktioniert sehr gut, kann ich sagen. Alles gut erklärt und auch von der Steuerung her hat mir das gut gefallen. Und hier ist ein Level, was noch in Arbeit ist. Und hier ist das Eingangsabenteuer. Und ich mache den einfachen Modus. Man kann hier sehr schwer machen oder mittelschwer oder eben einfach. Ich mache einfach. Da habe ich auch so Wegpunkte und Checkpoints. Das finde ich ganz angenehm. Vor allen Dingen zum Zeigen von so einem Spiel. Ja, mal gucken. Jetzt bin ich gespannt, ob die Grafikfehler wieder da sind. Ich hatte gerade ein krasses Flimmern im Bild und ich hatte so ein bisschen die Vermutung, dass das am Eye-Tracking liegt. So, ich bin hier im Urlaub, im Paradies. Ich muss meine Schwester finden und mit ihr sprechen. So, jetzt checke ich das eben. Ah, das ist krass. Immer noch. Also ihr seht das wahrscheinlich, da wo ich hingucke, ist es scharf und da wo ich meinen Kopf nicht hinbewege, da sieht man die Polygone in schwarz. Also das ist wirklich strange. Hier habe ich das auch. Also ich habe ein relativ großes, ja, einen großen Bereich, der jetzt in Ordnung ist. Gerade war das, hat es tatsächlich, ist es meinen Pupillen gefolgt, weil die Crystal eben Eye-Tracking hat. Und jetzt habe ich das nicht. Es wirkt jetzt wie so ein Fixed Forweighted Rendering. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist das noch eingestellt. Ich denke mal, das ist ein Pimax Crystal Problem. Das müsste man aber in den Griff kriegen. Also anscheinend kommt dieses Spiel aber mit Eye-Tracking nicht zurecht. Ist aber nicht schlimm. So finde ich es gut spielbar. Jetzt geht's. Jetzt stört mich auch nicht mehr. So wie gerade. Okay, jetzt geht's weiter. Kann sich hier umschauen. Bist du meine Schwester? Du bist ja viel größer als ich. Genau, so leicht in der Hocke, ne? Seid ihr meine Schwester? Darf ich probieren? Ihr seid nicht meine Schwester. Ja, sieht okay aus. Ich finde, der Mann ist ein bisschen besser gelungen als die Frau. Sieht nicht so künstlich aus wie die, wie diese Schaufensterpuppe hier. Okay, ich glaube, meine Schwester sitzt aber da hinten. Was macht die hier? So komische Übung. Willst du da dran gehen? Kommst du da nicht dran? Ja, es ist ein kleines Studio, nehme ich an, was dieses Spiel hier gemacht hat. Aber ja, ich glaube, es ist auch relativ lange in Entwicklung. Ich habe gehört, dass es vorher auf Kickstarter war, eine Kickstarter-Kampagne. Aber ich finde es bisher in Ordnung, wie es funktioniert. Du bist anscheinend meine Schwester. Ups, die ist ja auch größer als ich. Also das irgendwie muss ich auch die Höhe ein bisschen, müsste man hier anders einstellen noch. Ah, David, it's been a while. How have you been? I'm here to soak up some sun. Though if a cute guy happens to wash up on the shore,
Who am I to resist? How about you grab us some drinks? Let's catch up. Jetzt wollen wir ein paar Drinks holen. Okay, mach ich. Die Dialoge sind ein bisschen hölzern. Finde ich. Was soll ich jetzt hier tun? Hab ich jetzt die? Hey there, Barkeep. Ah, okay. How about you pour me a couple of drinks? Das ist... Sure thing. But those will cost you more than pocket change, my friend. Fair genug. Fair enough. Can you add a little extra spice while you're at it? Oh, you bet. I've got all the spice you'll ever need. Coming right up. Ich versuche so eine kleine Geschichte zu erzählen und ein bisschen witzig soll es sein. Also Liebling, ich bin auf einer Mission. Hört sich doch. Well, sweetheart, sehr gut an. I'm on a mission to uncover the treasure you've been dreaming of. Oha. Oh, really? That sounds like quite the adventure. Oha. Drinks are coming right up. Das ist hier ein bisschen wie Point and Click. Darf ich hier die Getränke zurückbringen? Pardon? I've got some exciting news to share. I stumbled upon something that might just pique your interest. Oh, do tell. You know I can't resist a good mystery. Das habe ich nicht ganz verstanden. What have you unearthed this time? Well, you see, I came across a rather intriguing lead recently. It's about a long-lost artifact. Ein Fakt, in einem Maya-Grab versteckt. I thought it might be right up your alley. Das will ich anscheinend finden. A Mayan artifact, you say? But you know how. Wie sieht's mich? Oh, das ist doch meine Schwester. Muss ein Übersetzungsfehler sein. I know, I know. Ah, ich bin immer so ungeduldig bei diesen Dialogen. I admire your optimism. I really do. We've been down this road before, remember? It's not always worth the risk. But this could be the discovery of a lifetime. Think of the historical significance, the mysteries waiting to be uncovered. And what if it's not, David? What if we end up empty-handed, or worse, trapped in some forgotten tomb with no way out? Sieht die ganze Zeit aus, als ob die rauchen würde, aber die hat gar keine Zigarette in der Hand und die pustet die ganze Zeit auch aus. I won't lie, there are risks involved. But isn't that what makes it known to the mysteries that lie just out of reach? This could be our chance to make history. Schatten der Palme sieht auch nicht so cool aus. Maybe David, but for the time being, I've got to buckle down and finish my studies. All right? Okay, ich bin vorsichtig. Mach das mal. I swear. And who knows? Maybe when I return, I'll have a story so incredible you won't be able to resist joining me on the next adventure. Und jetzt ist die GPU ganz schön ausgelastet hier mit 94% und die FPS, die eigentlich auf 90 eingestellt sind, die gehen ja auch so ein bisschen in die Knie. Also ich würde es vielleicht nicht mit hohen Settings spielen. Jedenfalls nicht meine Aufnahme. Aber ich lasse es jetzt mal so, wie es ist. Ich merke es auch nicht. Also ist gut spielbar. Das Menü zu erwähnen, Sitz oder Stehen. Ja, das hatten wir ja schon alles im Tutorial. Sieht aus, als ob ich eine Glatze habe. Nicht so meinen Schatten hier sehe. Sehe ich doch recht kahlköpfig aus. Aber das macht natürlich nichts. Ein Abenteurer wird nicht an seiner Haarpracht gemessen. So, den Hut. Setzen wir uns direkt mal auf den Schädel. Dann ist die Glatze auch ein bisschen vor der Sonneneinstrahlung geschützt. Was gibt es denn hier zu entdecken? Nix. Aber es sieht insgesamt ganz nett aus. Wahrscheinlich muss ich da oben in diesen Tempel rein. Ist doch kein Maya-Tempel, oder? Sieht so nach Wüste aus. Oder habe ich dieses Maya-Artefakt irgendwie aus Südamerika mitgebracht? Das kann natürlich auch sein. Und das bringt mich jetzt hier hin. Keine Ahnung. Wow. Just look at the view. Amazing. Here I stand at the precipice of Petra. Da muss ich mich doch dahin drehen, dann muss er das doch sagen. Nicht, wenn ich aufs Zelt gucke. The mountains call to me.
whispering of hidden marvels and mysteries beyond imagination. I can't help but feel a surge of excitement coursing through my veins, as if the very air around me is charged with anticipation. The rugged beauty of the mountains serves as a stark reminder of the challenges that lie ahead. Ja, das ist Petra, heißt diese Felsenstadt, glaube ich. Genau, man kann springen, aber da, das ist der Hinweis, wo ich hingehen soll. Ich kann so kriechen. Dann soll ich anscheinend da oben hingehen. Kann auch rennen. Kann springen. Er springt sehr hoch, finde ich. Da. Warum kann ich denn nicht die Brücke nehmen? Also, sie sah nicht so vertrauenserweckend wohl aus. Muss ich klettern. Okay, das ist alles das, was ich im Tutorial gelernt habe. Das machen wir dann natürlich hier auch. Das geht wirklich ganz gut. Hier ist natürlich auch ein Inventarrucksack dabei. Sachen reintun können. Habe ich bisher noch nichts reintun müssen. Das wird sich gleich zeigen, ob das funktioniert. Und das mit dem Klettern funktioniert relativ gut. Ob ich jetzt lang? Ach so, hier um die Ecke. Und schon die Geier oben. Okay, kann ich mich doch fallen lassen, oder? Muss ich wieder kriegen? Squeeze ahead. Let's hope this passage doesn't decide to give me a hug I won't forget. Ahahaha. Witzig. Ein Witzbold ist es. Sorgen, dass ihm eine Decke auf den Kopf fällt. The shade in this area is a welcome respite. Aber es sieht cool aus. Hinten verblasst es natürlich so ein bisschen, aber auch das ganz gut gelöst. Sieht jetzt nicht so mega künstlich aus. Cool. Wenn man natürlich sehr nah rangeht, sieht man natürlich schon, dass es nicht so richtig schöne Felsentexturen sind. Die sind eher aus der Distanz schön. Aber insgesamt gut. Macht einen sehr schönen Eindruck. Ja, aber wir wollen ja vor allen Dingen wissen, wie immersiv das Spiel ist und wie gut einen das so in dieser Geschichte abholt und wie gut das steuerbar ist. Bisher geht das ganz gut. Das, was der erzählt, wirkt so ein bisschen hölzern oder wie abgelesen. Oh. Ich wollte eigentlich springen. Kann ich hier eigentlich auch klettern? Ne, hier kann ich nicht klettern, nur an diesen vorgefertigten Steinen. Die kann ich noch nicht mal anfassen, ne? Also, man kann diese Steine nicht berühren. Das ist, wie nennt man das? Kollisionsabfrage oder so? Das ist nicht so fein gemacht. Wo sinkt die Hand auch mal so ein bisschen. Aber das ist Feintuning. Stelle ich mir auch sehr aufwendig vor, für jeden einzelnen Felsen das hier zu machen. Aber ich weiß es nicht wirklich, weil ich noch nie ein Spiel programmiert habe. So, jetzt hat er gerade dazwischen gespeichert. Wir haben hier ein Inventar. Und mit der, mit diesem Ding hier. Ich weiß nicht, ich fühle mich mit der anderen Hand wohler, wenn ich das mache. Und da hochspringen und dann da oben einhaken. Das macht überhaupt keine Geräusche. Das ist ein bisschen lahm. I can't help but feel an indescribable sense of purpose,
knowing that I am on the brink of something extraordinary. War auch ein bisschen seltsam, wenn ich das hier, also man mit der einen Taste holt man sich die Sachen hier aus dem Schnellinventar. Kann die auch mit der anderen Hand nehmen, aber das Schnellinventar, also wähle ich dann trotzdem, also ich kann jetzt nicht mit der Hand sagen, dass ich das nicht mehr, oder ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Kann ich das da reinlegen? Nee. Okay, aber ich habe, ich kann sie nicht verlieren. Nicht so. Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, ob ich sie verlieren kann oder nicht, aber mit der linken Hand macht man dieses Schnellinventarzeugs und dann geht das auch. Da kann man sich an alles gewöhnen. Geh mal da lang, wo das Spiel mich hinführen will. It appears that each pressure plate yearns for the touch of a specific relic. The intricate carvings on the support blocks could match the relics with the rightful places. Ja, natürlich. Okay, das ist selbsterklärend. Diese Artefakte müssen darauf deponiert werden. Damit die Mechanismen hier ausgelöst werden. Und erstaunlich, während das hier alles so verblasst und verwittert ist, dass das hier alles so ein Hochglanz noch aufgedruckt ist. Wir wollen mal nicht kleinlich sein. Okay, jetzt wird es hier dunkel. Wir haben hier aber so eine Lampe. Da kann man rüberklettern. Oha! Oha! Ah! Das sind Fledermäuse oder was? Die haben ja auch ein bisschen Gesundheit abgezogen, aber der wirkt so ein bisschen eher so angeekelt. Gucken wir mal, die Fledermäuse. Eva. Okay, die mögen kein Feuer. Ziemlich eklig, diese Viecher. Was ist das denn hier? Was macht denn diese Geräusche? Ein bisschen fühlt man sich hier wie Indiana Jones. Oder wie bei Tomb Raider, wie Lara Croft. Natürlich lieber Indiana Jones sein. It seemed that activating the pressure plates outside could remove the pillars blocking the tomb entrance and unlock the final pressure plate here, which in turn could open the doors. Ach, guck mal, wie geil ist das denn? Ich kann per Trigger meine Fackel ein- und ausschalten. Wie witzig ist das denn? Die elektrische Feuerfackel. Das ist schon witzig. Muss ich irgendwas draufstellen? Die ganze Zeit so Froschgeräusche. Okay, ich muss da irgendwie rüberklettern anscheinend. Kann ich auch hochklettern, aber erstmal muss ich wahrscheinlich dahin, wo die Ausrufezeichen sind. Ich doch. Da springe ich besser nicht rüber. Fackel, Fackel, Fackel. Dunkeln. Hol ab. Die kommen immer wieder. Die ziehen mir auch ein bisschen Lebensenergie ab. Nicht so viel, aber auf Dauer. Aber ich glaube, wenn es im einfachen Modus machen die nichts.
Nichts Schlimmes. Oha, das sah man von Weitem, dass da was wegbricht. Ach, guck mal. Drüber springen vielleicht. Okay, ich springe mal rüber. Okay. Anscheinend wieder ein Speicherpunkt erreicht. Muss ich jetzt hier hoch? Also es funktioniert ganz gut. Und es sieht auch wirklich nett aus. Klar gibt es immer ein paar Sachen an solchen Spielen zu meckern. Und das gibt es ja auch immer bei solchen Spielen, die wesentlich teurer sind. Ich weiß gar nicht, was das Spiel kostet. Ich habe es vom Entwickler übrigens zum Testen gestellt bekommen. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Ah, guck mal, hier brauche ich jetzt... Ah, hier kann ich mich doch festhalten. Okay. Also dieses dicke Seil muss ich wahrscheinlich so hangeln. Bei manchen anderen komme ich mit dem Eispickel dran, ne? Aber ich glaube, dieses hier besser so. Hier schon fallen lassen. Wieder abgespeichert. Der ist sehr gnädig mit dem Speichern. Also wenn ich hier zu Tode stoßen fallen würde. Das kann ich aussuchen. Entweder klettern oder ich hange. Sich schon ein bisschen konzentrieren. Aber mit meinem Indiana Jones Hut geht das schon. Da kann ich sowas. Okay. Oha. Wo ist denn hier hin? Oh. Ist schon ziemlich hoch. Und hier oben sieht das Wasser auch ganz okay aus. Gerade vom Nahen war das nicht so überzeugend. Hier hat man wenigstens eine schöne Reflexion. Wo komme ich denn hier wohl hin? Okay. So, jetzt, wie komme ich jetzt hier hoch? Ach ne, das geht natürlich nicht. Schatten könnte tatsächlich Indiana Jones sein. Aha. Was? Fortsetzen. Die wollen mich anscheinend nicht dran lassen. Bewachen das. So, ist da auch was drin? Mir entgegen. Oh, guck mal. Weg damit. This relic must be the key to unlocking the entrance to the Masonic tomb. The significance of this discovery is immense. The path to untold mysteries is slowly revealing itself. Wie kann ich das jetzt da rein tun? Spannend, wie kann ich das jetzt hier? Ach, da oben drauf. Jetzt ist es drin. Ah, okay. Da. Und so kann ich es dann rausholen. Ja. Ja, aber ich tue ja oben auf den Punkt drauf und dann ist es inventarisiert. Sehr schön. Ja, und da? Komm, dann muss das doch gehen hier mit dem Eispickel.
Guck mal, der schnelle Weg. Ja, klar. Falsche Taste immer. Okay. Ja. Es ist immer noch am Brummen, aber ist doch keiner mehr da. Vielleicht hier drin? Naja. Found it. Another piece of the puzzle. This second ancient relic is like a vital key, further unlocking the long forgotten entrance to the ancient tomb. Wie kann ich das jetzt inventarisieren hier? Ah, okay, ich muss da hin zeigen. Das habe ich jetzt nicht direkt verstanden, aber da bin ich ja rübergekommen. Ganz am Anfang. Jetzt muss ich da rüber. Dann habe ich da schon meine drei Inventar. Ach, ich muss da oben jetzt hin. Und dann nachher wahrscheinlich wieder abseilen. Okay. Mal schauen. Große Abstände hier. Manchmal blöd mit meiner Decke hier. Ich bin eine relativ niedrige Decke im Zimmer. Manchmal stoße ich da an meine Grenzen hier bei solchen Kletteraktionen. Jetzt geht's. Okay. Ist hier mein bester Freund, glaube ich. In Viechern. Okay, da muss ich dann irgendwie hochklettern gleich. Dann musste ich doch hier lang und dann da oben, glaube ich. Hier war ich ja gerade schon. Also, hier ist der Frosch wieder. Hier ist so eine Kröte. Wo ist denn hier ein Frosch? Dieses Mega-Kletterding umgeht. Oh, hier nicht. Doch, da. Okay, jetzt kommt die Mega-Kletterpartie. Das ist ja eher so eine Fleißaufgabe, ne? Okay, wollen wir mal. Ohne Mutes hochklettern. Ey, was habe ich denn hier für ein Kabel eigentlich vor der Nase? Muss ich mal eben checken mit. Hört ein bisschen. Okay, es ist ein Deckenkabel. Hier so eine Kabelführung an der Decke, die ist eigentlich ganz cool. Aber jetzt ist die mir gerade ein bisschen im Weg. Wegen der niedrigen Decke. So, mal gucken, ob es jetzt besser geht. So, los geht's. Untergucken. Oha. Über Kopf klettern. Das ist schon eine Meisterleistung, sich hier mit zwei Fingern so festzuhalten. Also. Guter Free Climber, auf jeden Fall. Was ist das? Das ist eine Goldmünze. Das man zwischendurch bestimmt mitnehmen.
Ancient coins, huh? Talk about pocket change with a rich history. I wonder if I can still use them at the nearest vending machine. Ja. Ancient coins habe ich, aber muss ich jetzt hin? Mich doch jetzt nicht hier hingeführt. Ah, es geht da weiter, gut. Dachte schon. Da ist ich nur für die Münze hier hingekommen. Wenigstens dieses eine Rätsel lösen. Ich will jetzt nicht hier das komplette erste Level durchspielen vielleicht. Mal gucken, wie viel Bock ich habe. Ja. Machen. Finde ich ganz interessant. Also ich kann mir vorstellen, dass das Leuten Spaß machen kann, das Spiel. Ist ja schon auf Entdeckungstour. Und wenn ich mir vorstelle, dass man es in einem höheren Schwierigkeitsgrad spielt, wo man eben nicht diese Hinweise bekommt und hier alles erkunden und erklettern muss, ist dann schon wirklich herausfordernd und dann hat das natürlich auch noch mehr so einen Entdeckercharakter. Muss ich jetzt denn hin? Krass. Ich da rüberspringen oder was? Muss ich übergreifen, denke ich mal. Okay. Also hier sollte ich nicht runterfallen. Was ist denn, das Seil ist hier durchgeschnitten. Seht ihr das? Da kann man durchgucken. Zauberseil. Okay, man sieht, das Seil ist aus einzelnen Elementen zusammengesetzt worden, die nicht gut miteinander verbunden sind. Okay, ja, das ist so Feinschliffzeugs. Ich weiß nicht, ob... Es muss ja machbar sein, das als ein zusammenhängendes Stück zu designen. Ja. Keine Ahnung, welche Herausforderungen hier noch zu meistern sind, um das in den Griff zu kriegen. Ach, shit! Oh, fuck! Bin abgerutscht. Jetzt muss ich da wieder hoch. Ja, ich dachte, ich bin jetzt tot. Bin ich aber gar nicht. Scheiße. Gar nicht mehr, wo ich hin muss. Das ist mir jetzt eigentlich zu weit. Ich bin ja jetzt hier gelandet. Ach du Scheiße. Okay, ganz außen laufe. Okay, man kann es ein bisschen sehen. Okay, die sind ja im Boden so eingelassen, die Dinger. Jetzt bin ich hier an der Stelle, wo ich gar nicht sein muss, wahrscheinlich. Ach, Scheiße. Gott, ey. Brutalo. Scheiße. Okay. Die machen schon ordentlich Schaden. Was passiert, wenn ich denn das mache? Habe ich aktiviert, aber wie komme ich da jetzt durch ohne? Krass, 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 krass. Gucken, ob sich meine Gesundheit wieder auflädt mit der Zeit.
Ja, die Frage ist, wie komme ich da jetzt wieder hin, wo ich gerade war? Ich muss da hinten doch wahrscheinlich wieder hochlatschen. Den ganzen Weg, ja? Das ist sportlich. Wäre schon gut, wenn ich dieses eine Rätsel wenigstens mal lösen würde. Anspruch habe ich schon. Ausprobieren, ob das Spiel das hergibt, dass man das gut lösen kann. Irgendeinen Mechanismus habe ich ja gerade auch schon ausgelöst. Weiß ich natürlich nicht. Okay. Das ist ein guter Hinweis. In dunklen Bereichen kann man klettern mit diesem Leuchtmittel, was ich mit habe. Muss ich hier eigentlich noch mal hin? Nein! Scheiße. Wo bin ich hier? Ich bin da runtergefallen. Ah, ich muss da hochklettern. Ich habe keinen Bock mehr zum Klettern. Ich will das schaffen. Da muss ich irgendwie hoch. Komm, schaff das. Ey. Warte mal, ich kann noch mal Speicherpunkt gucken. Prüfpunkt laden. Ach, guck mal. Ja, so geht das doch. Das macht doch Sinn. Vielen Dank. Ende. So, auf ein neues. Schaffe ich das aber. Schnell jetzt mal hier. So. Hier lang. Da ist das Seil, wo ich gerade abgeschmiert bin. Ich habe es einfach schneller geladen. Gut. Aber gut, dass es das gibt. Dieses Schnelllademenü. Na komm. Das schaukelt tatsächlich noch ein bisschen. So, jetzt falle ich hier aber nicht mehr runter. Jetzt muss ich da oben an die Steine dran. Jetzt ist meine Gesundheit auch wieder voll. Irgendwie, ah ne, die ist wieder voll, weil ich auch nachgeladen habe, natürlich. Da habe ich einen Fehler gemacht. Da wollte ich mich einfach rüber schnellen und das ging natürlich nicht. War ich nicht über dem Boden. So, hier bin ich jetzt auf sicherem Boden. Ist vielleicht warm. Sag euch, Sommer ist nicht der beste Monat, um VR zu zocken. Ich bin hier schon im Keller. No way. This is it. The final missing link. With this relic in my possession, I can now unlock the ancient tomb entrance.
The culmination of my efforts is at hand. Time to witness the wonders that lie beyond those age-old doors. Okay. Dann. Der Eispickel. Und dann wird nochmal. Oh, ist nur nicht runterfallen. Den Eingang. Okay, das ist ganz schön schnell. Feuer mögen die nicht. Dann sterben die instant. Verwechseln wir die beiden Tasten hier. Kommen dann immer ins Menü rein. So, jetzt wird sich zeigen, wie gut man die Sachen hier rauskriegt. Da brauche ich, habe ja auf alle gewählt hier. Alles wird angezeigt, was hier drin ist. Da brauche ich die Vase. Stelle ich da mal oben drauf. Das Totem. Scheint richtig zu sein. Und Zerkrug. Okay, da wäre ich jetzt auch aufgekommen. Der Hinweis sagt mir, da oben ist jetzt was passiert. Wahrscheinlich, wo diese große Pforte ist. Natürlich Wackel nehmen. Passiert. Krötengeräusche wieder. Oh, jetzt brennt es hier plötzlich. Die Dinger sind lose. Muss ich mich jetzt da drauf stellen? Hab ich dann direkt? Fällt mir die Dimme Decke auf den Kopf? Kommen noch garantiert wieder diese Stacheln aus dem Boden. Wenn ich hier runter gehe, bleibt offen. Okay. Ha! Da wären bestimmt diese Spieße rausgekommen. At long last, I've unlocked the Boden achten. Entrance. Oh, the anticipation is overwhelming. Wow! Mysteries and treasures lie beyond those doors. My heart races with excitement. Petra Tomp habe ich gemeistert. Ready to discover the secrets that have been concealed for ages. The cool. Sheer magnitude of this moment fills me with awe and wonder. Okay, ich habe alle drei Relikte gefunden. Ein Artefakt. 2 von 10 Schätzen, also da gibt es noch richtig viel zu entdecken anscheinend. Okay. Dunkelheit. Bin ich jetzt? Oha. Kunde eine verlorene Stadt. Dann schon irgendwie Bock. Das ist ja, wenn man ins Wasser reingeht. Tempeltür öffnen, das ist Zielsetzung. Müssen wir da Reliquien entdecken und mit drauf tun. Ja. Und zwar muss hier so ein Löwe drauf. Der. Wegnehmen. Ein schwarzer. Also anscheinend unterschiedliche Farben. Ja, okay. Aber ja, hier gibt es viel zu tun. Da überall rüber und da auf jeden Fall rüberhangeln und
Ja, okay. Grafisch jetzt nicht. Offenbarung, weil die Blätter gar nicht so schlecht aussehen. Aber echt völlig in Ordnung. Kann man machen. Kann ich gar nicht einen Rand dran. Hier ist zu Ende. Okay. Ja, ich habe ja gesagt, dass ich am Ende ein Fazit gebe. Das mache ich an dieser Stelle. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass mir das Spiel ganz gut gefallen hat eigentlich. Es hat natürlich so seine Macken noch und es ist sicherlich noch einiges nachzubessern. Mir ist ja aufgefallen, dass ich Probleme mit meiner mit meinem Headset wahrscheinlich hatte, mit dem Eye-Tracking. Also ich schätze, dass das ein Problem von der Pimax Crystal war, dass da dieses Forwarded Rendering irgendwie aktiviert war und nachher als Fixed Forwarded Rendering, als ich das Eye-Tracking deaktiviert hatte. Ich kann mir vorstellen, dass das mit anderen Brillen nicht auftauchen wird, also die eben kein Eye-Tracking haben. Also das war sehr deutlich ein Eye-Tracking-Problem für mich und das kann man dem Spiel nicht vorwerfen, dass es kein Eye-Tracking unterstützt. Ja, ich fand es sehr ansehnlich. Grafisch hat es mir sehr gut gefallen. Also es gibt eine sehr schöne Kulisse irgendwie wieder, dieses Spiel. Und ich kaufe dem ich habe dem Spiel diese Kulisse abgekauft. Also das hat auf mich authentisch gewirkt. Von den Texturen her, wenn man natürlich nah rangeht, sah das nicht so dolle aus. Aber so, wenn man das spielt, macht das einfach einen schönen Eindruck. Von den Geräuschen her ist es nicht so super abwechslungsreich. Das wiederholt sich teilweise. Also diese Fußtritte oder Tiergeräusche, die wirken nicht immer so authentisch. Manche Geräusche fehlen auch komplett. Also wenn ich dann mit diesem Eispickel diese Leine runtergesaust bin, dann habe ich einfach das Geräusch einer Zipline vermisst. Das hätte irgendwie da sein müssen. Ich weiß nicht, warum es nicht da ist, aber manche Geräusche fehlen einfach. Meistens sind sie da. So Sachen wie, dass man die Fackel an- und ausschalten kann, das ist irgendwie ein bisschen witzig, ist natürlich überhaupt nicht authentisch, aber es macht das Spiel nicht schlechter an dieser Stelle. Also ich fand es sehr gut spielbar, man muss allerdings das Tutorial geflissentlich machen, weil sonst lernt man die Steuerung des Spiels nicht und dann ärgert man sich nachher, dass man nicht weiterkommt. Aber ich habe das gut hingekriegt, man muss einfach nur das machen, was einem erklärt wird. Manchmal bin ich dafür zu ungeduldig, in diesem Spiel habe ich die Geduld jetzt mal gehabt. Ja, ich fand es ganz angenehm, dass auch die Checkpoints da waren und es automatisch gespeichert wurde, sodass ich da wieder einsteigen konnte. Einmal habe ich ganz vergessen, dass da ein Checkpoint war und dann habe ich viel gemacht, obwohl ich hätte einfach zu diesem Checkpoint wieder hinladen können. Und fand ich gut. Mir hat das gut gefallen. Ich kann das Spiel durchaus empfehlen. Ich würde mir allerdings wünschen, dass der Entwickler da noch ein bisschen nachbessert. Vor allen Dingen, was die Soundprobleme angeht und auch so manche grafischen Probleme, wie dieses Seil, wo so ein kleiner Spalt dann zwischen den einzelnen Seilelementen war. Und das stört so ein bisschen die Immersion, wenn einem sowas auffällt. Ja, ansonsten probiert es einfach selber aus. Bei Steam habt ihr die Möglichkeit, das 2 Stunden zu spielen und wenn es euch nicht gefällt, einfach wieder zurückzugeben. Also, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst den Daumen nach oben da in diesem Falle und abonniert gerne den Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao.